Es ist endlich soweit. Der Moment, auf den viele gewartet haben. Die Obi-Wan Kenobi-Serie ist nun verfügbar auf Disney Plus. Und das mit 2 ganzen Folgen direkt zum Start. Wir werden uns heute in diesem Video und ein paar Tage später im zweiten Video beide Folgen in der Reaction anschauen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie gut diese Serie denn wirklich ist. Das alles jetzt im Video. Passend auch rein. Hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Vorab, natürlich, die komplette Folge solltet ihr euch auf Disney Plus anschauen, weil hier kann ich euch nur einen ganz, ganz geringen Bruchteil überhaupt davon zeigen, aber vielleicht auch einen Eindruck vermitteln, wie gut das denn wirklich ist. Und ihr wundert euch nicht dabei, wenn ich vielleicht nicht ganz so viel rede wie in der normalen Reaction bisher, denn ich habe immer noch stimmlich mega die Probleme, lieg eigentlich im Bett und wollte mir die Folge aber dementsprechend nicht entgehen lassen. Da habe ich mir gedacht, komm, Videokamera kannst du dabei trotzdem laufen lassen. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir starten rein in das, worauf wir jahrelang gewartet haben. Kenobi, Folge Nummer 1. Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Wir wollten schon lange ein kleines Mädchen adoptieren. Und was wird aus dem Jungen? Einfach die gesamten Prequels zusammengefasst. Für die Zeit deiner Abgeschiedenheit. Übungen, die ich für dich habe. Dein alter Meister. Wie mit ihm sprechen du kannst. Warte. Die haben das eingebaut mit Qui-Gon? Ganz bewusst? Ich dachte, darauf würden die nicht anspielen. Nein. Liam Neeson hatte mehrmals gesagt, er wurde nicht mag. Da kommt dann doch die ein oder andere Freudenträne. Coruscant. Und eine Rückblende zum Jedi-Tempel. What the heck? Order 66 direkt. Nein! Was machen wir jetzt? Wir laufen. Ist das krass gemacht. Tatooine. Es sieht sehr schön aus, das Inquisitorenschiff, bin ich ganz ehrlich. Gefällt mir vom Design her sehr. Und da haben wir ihn, den Grand Inquisitor, Mr. Kang als fünften Bruder und Reva, Moses Ingram. Ich liebe die Lichtschwerter von den Inquisitoren. Ich will unbedingt eine Replika haben. Und er hat dieses neue Logo der Inquisitoren auf der Brust, den sie jetzt in den Kanon eingefügt haben. Dir ist bewusst, wer wir sind. Inquisitoren. Und unser Auftrag ist? Ihr jagt Jedi. Tatsächlich. Und da hast du auch den Jedi schon. Uns alle findet ihr nie. Du handelst unbesonnen. So graben wir hier nach Würmern. Weil Würmer alles sind, was uns bleibt. Dann sollten wir größere Beute jagen. Du wirst diese Fixierung auf Kenobi vergessen. Ja, Großinquisitor. Sie ist schon hinter Kenobi her? Aber warum? Was ist die Vergangenheit von Reva? War sie ehemalige Padawan? Wurde sie erspäht? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Es war sehr komisch, sich den Grand Inquisitor jetzt mit dieser Stimme dauerhaft irgendwie vorzustellen. Aber das Live-Action ist okay. Und Gong-Druiden, Leute. Das ist nur die Hälfte. Bitte, ich hab Familie. Noch ein Wort. Willst du auch noch was sagen? Ein sehr schöner, langsamer Start. Nichts Übereiltes. Aber trotzdem die Präposition klar gemacht, wer auf welcher Seite steht. Wer die Feinde sind. Und mit der, ne? Mit der Order 66 Rückblende, das war halt insane. War es nicht so, dass Tatooine damals, also zu Zeiten der Alten Republik und noch ein bisschen früher, sogar von Wasser bedeckt war und irgendwas passiert ist? Und diese Nahrung kennen wir ja schon aus Episode 7, glaube ich, war das, ne? Rey hat sich das gemacht.
Ja, ein paar Teile wurden entwendet. Und Tika, wenn du schon meine Teile stiehlst, um sie mir wieder zu verkaufen, könntest du sie vorher sauber machen? Als nette Geste? Du warst mein Bruder, Anakin! Sprich mir, dass du den Jungen ausbilden wirst. Der wird halt weiterhin von seiner Vergangenheit sehr stark geplagt, so wie es ausschaut. Meister Qui-Gon. Meister. Wirklich sehr schöne Bilder, die uns da gezeigt werden, Leute. Immer wieder. Das Disney Plus mittlerweile echt gut drin. Also die Qualität der Serien ist meiner Meinung nach nicht mal mit den Marvel-Serien zu vergleichen, wirklich. Halt wirklich ein sehr, sehr einsamer alter Mann geworden. Das finde ich übrigens an Kenobi auch am faszinierendsten. Dass er im Endeffekt ist es derjenige, der am meisten verloren hat. Sein Meister, sein Schüler, alles. Sein Orden, wofür er gelebt hat, Freunde. Und er ist trotzdem straight auf der guten Seite, auf der hellen Seite der Macht geblieben. Das gilt kaum für jemand anderen. Meister! Du verwechselst mich mit jemandem. Oh, tut mir leid, mein Name ist Nari. Das ist keine Verwechslung. Und er ist wirklich der Jedi. Obi-Wan kann ihn ja jetzt nicht irgendwie in den Stich lassen oder so. Du musst verschwinden. Du wirst zu viel Aufmerksamkeit erregen. Aber wohin soll ich denn gehen? Nimm das. Wandere weit hinaus in die Wüste und vergrabe es. Bleib im Verborgenen. Der Kampf ist vorbei. Wir haben verloren. Ihr wart einst ein großer Jedi. Die Zeit der Jedi ist zu Ende. Ein wenig gebrochen scheint er auch. Oh, ist das Alderaan? Ist es Alderaan? Minischüchen. Wie weit ist sie? Ist sie bereit? Ist es die Mutter dann quasi, ne? Wenn du dich benimmst, dann darfst du. Sie ist entweder im Keller oder im Wald. Eine gute Kinderdarstellerin gesucht dafür. Das ist, die hat auch schon Game of Thrones, glaube ich, irgendeine Kleine mitgespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit ihrem kleinen Druiden. Musst du das ausgerechnet heute tun? Was denn? Runter mit dir. Die Helme der Wachen sind so ähnlich denen, die auch die Rebellen benutzt haben. Heißt, ein Großteil der Ausrüstung kam wahrscheinlich von den Rebellen damals aus Alderaan oder von Alderaan. Bevor es zerstört wurde natürlich. Wer ist das jetzt? Es macht ihm schon Gedanken, was da passiert ist mit dem Jedi. Mit Nari hieß er ja. Und er hinterfragt, denke ich mal, auch seine Entscheidung, ihn da wegzuschicken und alleine zu lassen. Oh, oh, Owen. Ich will, dass du dich von ihm fernhältst. Es gibt mehr im Leben als deine Farm, Owen. Und das muss er sehen. Wenn es soweit ist, muss er unterwiesen werden. Wie du seinen Vater unterwiesen hast? Das hittet. Das trifft hart. Aus dem Weg! Na los! Der fünfte Bruder. Lustig ist ja, der fünfte Bruder ist anscheinend bis zu Rebels 30 cm größer geworden. Es versteckt sich ein Jedi. Wir wollen wissen, wo er sich aufhält. Das ist das Outer Rim. Ihr habt hier keine Rechte. Wir stehen nicht unter Imperial. Jeder verliert irgendwo Gliedmaßen in Star Wars. Du weißt etwas. Wie heißt du? Owen. Frau? Kinder? Meine Familie muss euch nicht interessieren. Vielleicht schon. Versteckt sich auf deiner Farm ein Jedi? Jedi sind Ungeziefer. Ich töte Ungeziefer auf meiner Farm. Sag mir, wo der Jedi sich versteckt! Oder dieser Mann und seine Familie werden sterben! Ich weiß jetzt nicht, wie die das auflösen. Und seine Familie. Genug! Reaver ist. Das reicht, dritte Schritt. Knallhart. Das reicht! Nächstes Mal, Owen. Ich hab genug von dieser Zeitverschwendung! Du willst noch immer Kenobi. Wir haben die letzten 10 Jahre nach ihm gesucht. Möglicherweise an den falschen Orten. Sun Kang hat in seiner Stimme als fünfter Bruder auch so eine leichte Bassuntermalung. Alderaan again. In letzter Minute, wie immer. Bail Organa. Hast du das gesehen? Hi, Cousin. Ist
findest dann irgendwelche Festlichkeiten. Man sieht so, Alderaan ist so ein bisschen das Paradies, so gefühltes Paradies gewesen. Glückliche Bürger, keine Unterdrückung durch das Imperium oder eher außen vor, auch wenn sie irgendwie Teil davon waren. C3PO, here we go. Guck mal da oben, eine korallianische Korvette, Leute. Da oben rechts. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Sie rennt auch selbst ähnlich als Schauspielerin wie die Leia damals in der Originaltrilogie. Hallo, Prinzessin. Anscheinend Söldner. Kopfgeldjäger oder was weiß ich. Wird hier entführt jetzt? Tatsächlich, sie wird entführt. Das ergibt durchaus Sinn. Und wer wird um Hilfe gerufen, weil sie entführt wurde? Wir wissen nicht, wer es war. Keine Forderungen, keine Hinweise. Sie braucht euch, Obi-Wan. Ich habe eine Pflicht gegenüber dem Jungen. Und seiner Schwester gegenüber nicht. Der einzige legitime Grund, den man sich vorstellen könnte... Es sind 10 Jahre vergangen. Warum Obi-Wan Tatooine verlässt. Ich bin nicht, wer ich einst war. Findet jemand anderen. Das ist besser für sie. Oh, das haben wir nicht im Trailer gesehen? Dass irgendwer gehängt wurde? Jupp. Der Jedi wahrscheinlich. Nari. So eine Scheiße, ey. Ich habe echt gehofft, wir hätten irgendwie jemand Neues da. Aber verständlich und konsequent. Eindringling. Wer? Sie bringen sie nach Dayu. Ich sag nicht, was ich gedacht habe. Jetzt auf dem Weg, ich kann den Jungen nicht verlassen. Es geht nicht um den Jungen und das weißt du. Schreibt immer in die Kommentare, ob ihr eine andere Person da gerade in dem Umhang gesehen habt. Außer Bail Organa. Aber sie kannst du retten. Und wenn ich es nicht kann? Es gibt niemanden, dem ich mein Kind eher anvertrauen würde als dir. Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ein letzter Kampf. Er hat das gemacht, was der Nari dem anderen Jedi vorhin vorgeschlagen hatte. Weit raus und vergraben. Und er kann halt nicht die Macht einsetzen, sonst würde er... verstehe. Das ist eine miese Idee. Kinder entführen? Beide Schwerter. Und er wird sicher kommen? Im Krieg kämpft er an der Seite ihres Vaters. Warte, Reva weiß, dass Leia die Tochter Anakins ist? Und das ist bewusste Falle für Kenobi? Also? Kommen Sie oder nicht? Do it. Oh! So Leute, mit Folge Nummer 1 haben wir wirklich einfach nur die Präposition geschafft. Also die Positionierung der Charaktere und die Ausgangslage, worum es eigentlich geht. Nari ist tot, er sieht so viel Scheiße kommen, er ist tatsächlich teilweise nicht gewollt auf Tatooine, hat aber seinen Standards irgendwo festhalten wollen. Leia wird entführt durch eine Idee von Reva, um Kenobi aus dem Schatten zu locken. Sie weiß, dass sie... die Tochter Anakin Skywalkers ist, wobei ich bezweifle, dass man weiß, dass sie noch weiß, dass Darth Vader quasi der Vater auch nochmal ist. Aber das ist eine ganz andere Sache und will, ja, dementsprechend dann auch einen Kenobi rauslocken. Und die Rückblende zu Order 66, da kann ich mir noch vorstellen, dass das irgendwie was zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass einer der Padawane vielleicht sogar Reva war. Könnte potenziell sein. Und dass sie dementsprechend irgendwie auch... diesen Hass auf Kenobi geschürt hat, weil er irgendwie was nicht gemacht hat oder sich im Stich gelassen gefühlt hat. Ich weiß es nicht, aber es sah sehr, 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 sehr interessant aus. Ich bin sehr gespannt auf Folge Nummer 2. Noch nicht viel Action, aber wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen, um das zu genießen.
Wie ist eure Meinung darüber? Auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, mir in die Kommentare schreiben, was bei euch so von der Erwartungshaltung zu Kenobi geht und ob die vielleicht auch schon erfüllt wurde. Und gerne mir gute Besserung wünschen, denn die kann ich wirklich gerade gut gebrauchen. In ein paar Tagen sehen wir uns dann mit Reaction zu Episode Nummer 2, denn die ist auch schon draußen. Möge die Macht mit euch sein, euer Buddy.